Vor ungefähr 6 Jahren war ich das erste Mal bei einem Toten Hosen-Konzert. Und mittlerweile, heute ist es das 23. Mal, dass ich hier bin. Und ich stelle mir jetzt irgendwo die Frage, wie viele Jahre kann das eigentlich so weitergehen? Wie viele Jahre kann das so weitergehen? Wow! Das hell. Hallo liebe Leute und heute ist wieder Geburtstag, wir stehen vor meiner Tür. Heute ist der 1. Juni 2018 und ich dachte mir mal, groß feiern wollte ich nicht. Gehe ich mal an meinem Geburtstag zu den Toten Hosen, machen wir eine fette Party. Und ich bin nicht allein hier, ich habe mal den wunderbaren Stefan Kühlschrank mal mitgenommen. Ich habe Haschisch probiert, es hat mich nicht interessiert. Heute sind auch die großartigen Schmutzkis wieder, die Vorband, meine alten Kumpels. Mal gucken, ob wir die auch später sehen. Ich würde sagen, schalten mal rein. Ich war ja letzte Woche bereits bei den Toten Hosen in Essen und ich habe anschließend Nachrichten bekommen, beziehungsweise die Leute haben mir so gesagt, krass, was machst du denn hier? Und ich denke mir, wo wollt ihr mich sonst treffen, wenn nicht hier? Vor 3 Jahren habe ich die Jungs in Zürich kennengelernt, als Vorband von den Hosen. Läuft schon, oder was? Ja, läuft schon, läuft schon. Ich habe den Sänger erwischt. Ah, ja. Ich glaube, das ist bei dem Wetter auch gar nicht wichtig. Beat, ich habe eine Frage. Ja, frag. Wenn du es in einem Wort beschreiben könntest, als die Hosen euch eingeladen haben, wie hast du dich gefühlt? Sehr glücklich. Also, sehr glücklich. Ja, also das sind 2 Wörter. Ja. Also sage ich glücklich. Weil, oder sehr. Sehr ist vielleicht sehr, noch sehr besser. Sehr ist am besten, genau. Ich habe mich sehr gefühlt. Ich sehr bin froh, alles. Dass ich euch damals kennengelernt habe. Ja. Vielen Dank. Ebenso. Wir werden immer laut durchs Leben ziehen, jeden Tag in jedem Jahr. Und kleine Geister haben so viele Freunde. Es ist eine Swing-Anführerin und ich glaube, das machst du. Du nimmst das Handy weg, denn das ist eine Punk-Rock-Show. Da brauchen wir keine Handys. Wie heißt du? Bianca. Das ist Bianca. Bianca ist Astrophysikerin und weiß, in welche Richtung es geht. Denn alles muss ja bunt sein. Yeah!
auch nach 23 Mal, muss ich sagen, es wird immer noch nicht langweilig. Ich habe heute schon wieder Songs gehört, die ich noch nie vorher live gehört habe. Und ich weiß nicht, damals war es mir immer so wichtig, die Jungs auf der Bühne mal persönlich zu treffen und persönlich kennenzulernen. Aber eigentlich ist mir das mittlerweile völlig egal. Für mich ist es einfach nur wichtig, Abende wie diesen zu erleben, denn dafür lebe ich. Und dafür möchte ich mich bei allen bedanken, bei meinen Zuschauern, bei JKP. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald, möglichst bald wieder, spätestens in Düsseldorf. Vielen Dank für alles. Ich hab euch lieb. Bist du bekloppt und nicht plemplem? Dann abonniere Master Jam.